Puh, eine spannende Doppelsitzung ging jetzt zu Ende heute am Freitag. Herzlich willkommen bei Peter Felser aktuell. Ja, was war in dieser Woche noch? Wir haben am Montag über den Ausschuss über den Bodenmarkt gesprochen. Da geht es vor allem um das Landgrabbing, um Investoren, die Land kaufen. Teilweise sind das Investoren aus dem Ausland, teilweise sind das Holdings, teilweise sind das Kapitalgesellschaften. Und da haben wir versucht rauszubekommen, wie wir hier Transparenz reinkriegen. Das Ganze ist ein sehr aufwendiges juristisches Problem, aber die Experten dort haben meine Ansicht bestätigt, dass wir über die Kappung der Direktzahlungen sofort einen Hebel hätten. Damit hätten die Bodenpreise sofort nicht mehr diese Höhe. Dadurch haben wir diese Spekulation sofort beendet. Man muss sich vorstellen, heute bekommen Betriebe in den neuen Bundesländern bis zu 1 Million oder über 1 Million Euro Zuschüsse. Und da meinen wir, bei 150.000 Euro muss Schluss sein. Das versteht heute kein Mensch mehr, warum ein Familienbetrieb im Allgäu 3.000, 4.000 Euro bekommt und die Großbetriebe, die Kapitalgesellschaften mit Millionenbeträgen unterstützt werden. Und da bleiben wir dran. Das wird auch nach der GAP-Diskussion ein ganz wichtiges Thema werden. Ja, ich schaue auf meinen Zettel. Spannend am Mittwoch war natürlich die Regierungserklärung von Angela Merkel, die ja zur Erhöhung der Krisenfestigkeit Europas gesprochen hat. Und man kann es eigentlich nur als Treppenwitz bezeichnen. Sie spricht da von der Krisenfestigkeit, was jetzt alles getan werden muss mit Eurobonds, mit Währungssicherung. Und da hat die Alice Weidel, unsere Fraktionsvorsitzende, ganz klar auch geantwortet und auch ganz klar die Dramatik aufgezeigt, die jetzt mit Italiens direkt vor der Tür steht. Wir brauchen eine neue Vorstellung von Europa, wir brauchen eine neue Vorstellung von der Europäischen Union. Und das ist alles in der Regierungserklärung überhaupt nicht rausgekommen. Im Gegenteil, Angela Merkel spricht auch, dass sie in der Migrationspolitik vieles besser und sicherer machen wolle. Und ich erinnere nur an den traurigen, dramatischen Terroranschlag am Montag, dieses Kidnapping in Köln. Und da fragt sich jeder, wie kann denn sowas passieren, dass jemand, der 12, 13 Mal schon auffällig geworden ist, Straftaten begangen hat als Asylbewerber, warum wurde der denn noch nicht abgeschoben? Das fragen sich alle, auch die Experten. Man muss fairerweise dazu sagen, dass da unsere eigenen Gesetze uns selber im Weg stehen. Die Problematik ist erstens, wir wissen gar nicht meistens, wer ist das überhaupt, der da vor uns steht? Es sind falsche Identitäten, wir haben keine Pässe, wir wissen auch gar nicht, wohin könnten wir die überhaupt abschieben. Und das Zweite ist natürlich, dass die Menschenrechtskonvention dagegen steht, wenn wir nicht wissen, in welches Land, können wir nicht einfach jemanden des Landes verweisen. Da haben wir aber einen Vorschlag, der ist auch nicht neu, wir müssen das Rad nicht neu erfinden. Im Jahr 2007 gab es da das Stockholmer Programm, das kein anderer als Otto Schily damals vorgeschlagen und eingeführt hatte, nämlich diese Drittstaatenlösung. Wir können bilateral mit den Ländern vereinbaren, dass wir Einrichtungen aufbauen, wo wir diese straffällig gewordenen Asylbewerber abschieben können und dort vor Ort im Land wird dann geklärt, wie es weitergeht. Aber das versteht der Bürger draußen nicht mehr. Wenn hier jemand das Gastrecht missbraucht, straffällig wird, warum wird er nicht abgeschoben? Dann haben wir wieder einmal zum Thema Tierwohl diskutiert. Dort muss man halt sehen, Tierwohl auf der einen Seite, Produktionsstandort Deutschland auf der anderen Seite, intensive Gespräche, aber wir sind natürlich der festen Meinung, dass das Tierwohl ganz vorne stehen muss und dass wir da auch mit dem Label, was kommt, nochmal neu ansetzen müssen. Jetzt geht's zurück ins Allgäu, dort habe ich auch wieder Termine im Wahlkreis, freue mich schon und dann sehen wir uns in 3 Wochen erst wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Servus, ade.